Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video bin ich mal hier in der Lackierwerkstatt vom Adrian Birkner und der hat ein richtiges schönes Schätzchen hier in der Lackierwerkstatt von dem Kunden stehen und zwar einen E30 BMW, sprich die Rohkarosserie, die hier noch für das Lackieren vorbereitet werden muss und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also auf geht's! Wir werden uns gleich mal mit dem Adrian zusammen den BMW E30 anschauen, also bleibt gespannt. Ja, an der Karosserie angekommen. Adrian, erzähl mal, was haben wir denn jetzt an dem Auto schon alles gemacht? Du hast gesagt, der Beulendoktor war schon mal irgendwie da, ne? Genau, der Dellendoktor war da. Der Dellendrücker, der drückt die größten, die tiefsten Dellen raus. Anschließend wird der Lack angeschliffen und ansonsten wird dann vorbereitet zum Spachteln. Versucht so wenig wie möglich Spachtel aufzutragen, aber manchmal lässt sich halt nicht vermeiden. Okay, was kommt nach dem Spachteln drauf? Nach dem Spachteln kommt ein sogenannter EP-Grund. Das trocknet die Poren ein, das schützt gegen weiteren Rost. Das ist die beste Grundierung, die man überhaupt auftragen kann. Anschließend kommt dann der Füller. Der Füller wird dann flach angeschliffen und dann wird lackiert. Lack, kommt jetzt ein 2K Wasserlack drauf oder ich weiß, die alten Autos, die haben ja eigentlich keinen Wasserlack gehabt. Was nimmt man dann für so ein altes Auto aus den 90ern? Dieses Auto bekommt diesen Einschichtlack, genauso wie es den damals gegeben hat, eben ohne Klarlack. Nur den Lack bedeutet den Farbton und den Glanz in einem. Okay. Dann machen wir uns jetzt mal ans Schleifen. Ja, und das ganze Auto ringsherum findet man hier überall so ein bisschen Gaffertape. Das sind letzten Endes die Punkte, wo wirklich gespachtelt werden muss, wie Adrian eingangs erzählt hat. Und hier sieht man das unten am Schweller. Da überall, wo diese Klebe-Gafferreste sind oder ja, Klebestellen sind, da weiß dann letzten Endes der Adrian, wo er spachteln muss oder wo ganz dünn mit Spachtel ausgeglichen werden muss. Ja, und hört euch das mal an. Also die Karosserie. Für das Jahr hört sich wirklich noch sehr, sehr gut an. Dickes, massives Blech und ja, Rost so gut wie gar keiner vorhanden. Unterboden richtig gut konserviert. Es sind nicht wirklich viele Punkte, die hier gespachtelt werden müssen und ja, die Übergänge sind wirklich minimal, wo gespachtelt werden muss. Das heißt, die Karosseriearbeiten sind hier wirklich gut vollzogen worden. Hier an dieser Stelle zum Beispiel ist neues Blech eingeschweißt worden, verzinnt worden und anschließend gehobelt. Und ja, man merkt wirklich minimal nur was. Das heißt, da muss wirklich nur sehr, sehr dünn die Spachtelmasse drüber.
So, meine lieben schrauberbegeisterten Freunde, das war's jetzt hier aus der Werkstatt erst einmal fürs Erste. Es wird eine Videoreihe geben zu dieser E30 Karosserie, und zwar wie die ganze Karosserie aufgebaut wird, von, wie gesagt, Schleifen, Spachteln, Füllern, Grundieren bis hin zum Lackieren. Also bleibt gespannt auf die anderen Videos dieser ganzen Reihenfolge hier, was jetzt als nächstes passiert. Ja, für dieses heutige Video war es das jetzt erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keines meiner Videos verpasst und auch auf dem Laufenden bei diesem BMW E30 Projekt bleibt. Also bis zum nächsten Video, euer Chris von Renix. Ciao.